Schon längere Zeit kein wirkliches Thema gewesen, die Pastellkundel und der Vermehrungsansatz, aber seit heute besteht auch wieder Hoffnung auf Jungtiere, denn es besteht ein Gelege in der Röhre. Da ist die Röhre. Das Männchen aktuell mal wieder nicht so wirklich darauf aus, sich um das Gelege zu kümmern, also eher so ja, der typische Halbtagspapa. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn dann mal Jungtiere da sind. Bisher ist ja noch nicht wirklich was durchgekommen. Ja, ist ein bisschen schade, weil normalerweise Brutpflege bei den Pastellkundeln doch sehr, sehr, ja, auch ein Instinktverhalten ist. Ja, aber das klappt eben auch nur dann, wenn sie das vernünftig leben können oder beziehungsweise auch die Erfahrung machen durften als Jungtiere. Ja, ganz, ganz wichtig. Da hinten an der Rückwand, alles voller Eier. Jetzt wird wieder ordentlich befächelt, ne, dass da auch die Eier schön in Bewegung sind und bloß nichts verpilzt. Ja, das macht er in Ansätzen schon alles ganz ordentlich, ne, aber eben es fehlt die nötige Konstanz. Ja, es sind schon schöne Tiere, spannende Tiere vor allen Dingen. Und ja, eigentlich wäre ja die Vermehrung sowas von einfach. Das bekommst du ja immer wieder gesagt, wie einfach das doch ist. Nimm doch einfach das Gelege raus, zieh die Kleinen groß und ja, dann hast du genau sowas wie ihn hier, ne? Der eben mit dem eigenen Gelege überhaupt nichts mehr anfangen kann. Genau aus dem Grunde wird das nicht passieren. Das soll schon in Beisein der Elterntiere mindestens vonstatten gehen. Normalerweise ist da auch ein leichter Beibesatz überhaupt gar kein Problem. Aber wie gesagt, dazu müssen die Tiere das auch entsprechend kennen. Wenn die das als Jungtiere selber nicht durchlebt haben, diese Phase, dann tun sie sich im Alter extrem schwer damit. Und das sieht man immer wieder auch bei maulbrütenden Buntbarschen, die eben separat aufgezogen sind und eben nicht über die Brutpflege entstanden sind. Ja. Ist ein bisschen schade, aber gut, so ist es. Ich gebe dem Ganzen hier in jedem Falle noch ein bisschen Zeit. Er ist ja noch jung, zum Glück ist er noch jung, also er kann noch dazulernen. Und ich bin weiterhin ganz guter Dinge, dass das irgendwann funktionieren wird. Also, neue Hoffnung bei den Pastellkundeln, was die Vermehrung angeht. Bin sehr gespannt, ob es diesmal funktioniert. Ich möchte diesmal aber den Ansatz auch ein klein wenig abändern. In dem Becken ist ja ein Trio, also ein Männchen und zwei Weibchen. Und ich möchte jetzt das unbeteiligte Weibchen aus dem Becken rausnehmen. Zum Glück weiß ich, welches Weibchen da beteiligt gewesen ist. Die haben auch so ein bisschen Größenunterschied, von daher ist das jetzt auch relativ einfach zu erkennen. Und das überschüssige Weibchen in Anführungszeichen wird jetzt umziehen, erstmal rüber ins Projekt Bachlauf Aquarium. Ich habe ja noch ein Trio zusätzlich, sitzt im Kallaxbecken. Auch die werden direkt mit im Bachlauf Aquarium als einziehen. Dann ist das Weibchen noch nicht alleine. Dann sollte das soweit passen. Und damit möchte ich eben hier die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es dann doch mal noch funktioniert mit dem einen oder anderen Jungtier. Ich habe schon mal einen Messbecher bereitgestellt und ein Fangnetz. Das andere Trio sitzt schon in der Anpassung. Die habe ich in eine Kunststoffbox eingegeben. Und dann bringen wir die doch mal gemeinsam im Bachlauf Aquarium ein. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass es hier eben die Wahrscheinlichkeit ein wenig erhöht, dass es dann doch mal früher oder später noch funktioniert mit dem einen oder anderen Jungtier. So, das ist die schlanke Mama. Genau, die hat nämlich eben keinen Laichansatz mehr und die andere ist noch ein bisschen fülliger. Das ist das unbeteiligte Mädchen und die wird jetzt mit umziehen. So, komm, geh ins Netz, dann ist alles gut. Jawohl. Sehr schön. Ja, sind eben auch nicht die schnellsten Schwimmer, die Pastellkugeln. Also von daher doch relativ auch einfach einzufangen. So, ich würde sagen, gehen wir mal gemeinsam rüber zum Bachlauf Aquarium. Da hätten wir das Trio aus dem Kallaxbecken, also ein Männchen und zwei Weibchen. Die haben schon den ersten Schluck Beckenwasser bekommen. Hier drüben ist das Weibchen aus der Küche. Und die werden dann gleich gemeinsam einziehen in das Projekt Bachlauf Aquarium 2.0. Nehmen wir es nochmal ganz kurz mit. Das Projekt Bachlauf Aquarium 2.0. Heute müsste es sein Tag 25. Ging ja erst vor ein paar Tagen weiter mit ein bisschen was an zusätzlicher Bepflanzung, die eingezogen ist.
Und das Becken natürlich immer noch nicht fertig. Also ganz klar noch nicht. Es sollen noch weitere Pflanzen einziehen. Es muss noch eine zweite zusätzliche Beleuchtung oben drüber. Es soll noch eine Strömungspumpe rein, beziehungsweise die kommt in jedem Falle rein. Auch die ta nächsten Tage wird die Strömungspumpe reinkommen. Die ist ja auch schon da. Ich will da allerdings nur vorher noch ein kleines Unboxing-Video zu machen, so wie ich das immer mache, wenn es um neue Technik geht. Und ja, in erster Linie natürlich dann die neue Heimat für die aquamarinblauen Regenbogenfische. Ganz klar, ne? Um die geht es ja hauptsächlich. Aus dem alten Bachlauf-Aquarium musste etwas Neues entstehen, weil ich eben das alte Aquarium aufgrund baulicher Mängel am Unterbau dann doch leider ja, rückbauen musste, aufgeben musste. Und das Ganze hier ist eben aus diesem alten Aquarium entstanden. Bisschen was an Moos wird noch reinkommen. Bisschen was ist gut. Also eigentlich möchte ich die kompletten Hölzer mit Moos überziehen. Und ich habe mich mittlerweile auch entschlossen, welches Moos ich nehmen werde. Ich werde mich für Korallenmoos entscheiden. Ja, das wird keine günstige Angelegenheit, weil das Korallenmoos jetzt auch nicht unbedingt günstig ist. Die Portionen sind doch recht klein. Na, das Moos an sich auch ziemlich oder sehr, sehr langsam wachsend. Na, aber vom Wachstum her ziemlich interessant. Na, es bekommt halt eben nicht so ewig lange Stiele wie manch anderes Moos. Es wächst schön kompakt. Und das kann ich mir eben hier auf diesen Hölzern schon sehr, sehr gut vorstellen. Ansonsten bis hierher eine ziemlich entspannte Einlaufphase oder die ersten 3 Wochen überhaupt gar keine Probleme hier mit dem Becken. Richtig schönes, klares Wasser. Keine Ablagerung an den Scheiben irgendwie erkennbar. Schwebeteilchen gleich null. Also das macht richtig viel Spaß, diese Entwicklung hier. Und ich bin in jedem Falle sehr gespannt, wie das mit dem Projekt Bachlauf Aquarium 2.0 weitergehen wird. So, ich gebe jetzt den Pastellgondeln nochmal einen kleinen Schluck Beckenwasser. Und dann würde ich sagen, können sie auch in den nächsten Minuten einziehen. Die Aufnahmen vom Becken wirken ein bisschen dunkel. Ich habe mir gerade mal die Aufnahmen angeschaut. Also eigentlich ist das Becken schon ganz gut ausgeleuchtet. Na klar, es muss noch eine zweite Leuchte drüber, die wird auch früher oder später drüber kommen. Und das Ganze wird dann hier ein bisschen nach rechts versetzt werden und die andere eben entsprechend nach links. So ein bisschen Schattenzone soll allerdings schon noch vorhanden sein. Das ist ja auch der Hauptsinn so einer Spot-LED. Na, die soll ja gar nicht vollflächig ausleuchten. Deswegen kommt für mich hier auch kein Leuchtbalken in Frage. So, die Tiere sind gut angepasst und ich würde sagen, sie können dann jetzt in ihr vorübergehendes Zuhause einziehen. Die sollen ja früher oder später nochmal was Eigenständiges bekommen. Also mir schwebt ja immer noch vor, für die Pastellgondel mal ein eigenständiges Becken zu machen. Schöner, lockerer Steinaufbau mit vielen integrierten Höhlen, dann als Ableichmöglichkeiten. Und ja, schauen wir mal, wann ich das Ganze realisieren kann. Und dann werden in jedem Falle alle Gründeln, die ich da habe, dann auch einziehen. Ja, alle, schauen wir mal. Na, wenn es jetzt hier mit Nachwuchs klappt, dann werde ich da sicherlich keine 100 Tiere einbringen. Das fällt aus. Aber die beiden Trios, ne, also insgesamt dann 4 Weibchen und 2 Männchen, das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Dann für ein eigenständiges Becken. Kleiner lockerer Schwarm einer kleinen Rasporaart zum Beispiel. Wunderbarer Vergesellschaftungspartner dann auch für die Pastellgondel. Und ich denke mal, das dürfte dann eine richtig hübsche Sache werden. Ja, die Netzpinsel-Algenfresser, die machen schon Spaß. Also richtig schönes soziales Gruppenverhalten. Selten, dass da mal ein Tier alleine unterwegs ist. Na, die sind schon richtig schön agil in der Gruppe unterwegs. Und das immer wieder eine Freude, den Tieren einfach zuzuschauen. Sinnvolle Färbung heben, ja, ist dann doch eher ein bisschen langweilig. Na, dieses Silbergrau mit diesem schwarzen Schwanzfleck. Ja, von der Grundfärbung her eher ein bisschen langweilig, aber wie gesagt, ein super interessantes Verhalten, weil sie eben auch ständig in der Gruppe aktiv sind. Hier haben wir gleich mal 3 Stück auf einmal. Richtig schön agil, schön schwimmfreudig. Und wenn die mal so einen richtigen Rappel bekommen und alle 6 gemeinsam hier von rechts nach links schwimmen, dann ist das einfach nur eine Augenweide. So, schauen wir mal eben, wo sich die Pastellgondeln befinden. Da haben wir schon mal ein Weibchen.
Also überhaupt nicht hektisch unterwegs, auch keine Schnappatmung. Weibchen Nummer 2 kommt auch direkt mit dazu. Also das schaut richtig, richtig gut aus. Das Männchen kann ich aktuell noch nicht erkennen. Ah doch. Da unten links schwimmt er. Ja, da wird es ein bisschen dunkel, da fehlt eben jetzt die Ausleuchtung, aber da zwischen diesen kleinen flachen Steinen, genau mittendrin steht er. Und ja, auch der Gute, ne? Definitiv völlig entspannt unterwegs, also überhaupt keine Anpassungsschwierigkeiten. Das schaut erstmal für den ersten Moment alles richtig ordentlich aus. Das mal als kleines Update, zum einen vom Bachlauf Aquarium 2.0, aber eben auch von den Pastellgründeln. Da bin ich sehr gespannt, ob diese Veränderung jetzt dann ja, den Funken so ein bisschen überspringen lässt und das Ganze dann letztendlich doch mal funktioniert mit ein bisschen was an Nachwuchs. Schauen wir mal, bin ich in jedem Falle sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, die nächsten Tage geht es in jedem Falle weiter. Also wie gesagt, Strömungspumpe hier steht an, Korallenmoos muss ich mir noch ein bisschen was besorgen, dann gehen wir mal hier die Wurzeln ein bisschen versorgen mit ein bisschen was Grünes und dann bin ich auch ganz guter Dinge, ne, dass das hier in jedem Falle in die richtige Richtung gehen wird. So, ich würde sagen, machen wir ein Deckelchen drauf für heute, Deckelchen drauf auf die Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.